Habt ihr sowas zu Hause, eine Pfeffer- und eine Salzmühle? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Herzlich willkommen zu Mindsnares Alice Journey. Mein Name ist Damakasch und jetzt geht's rein ins Wimmelbild. Beziehungsweise in die Küche der Hexe, und Herr Kürbis hat irgendwie seine Kinder verloren. Und ich bin in Kapitel 3 angekommen in der letzten Folge. Mal schauen, was mich hier jetzt erwartet. Ich gehe jetzt mal noch in die Speisekammer runter. Noch eine Wimmelbild-Szene. Ja, damit starte ich doch gleich. Goldene Federn, 3 Stück. 1, 2 habe ich schon mal, oder? 3. Hühnerbeine, Peperoni, ich mag Peperoni, mein Mann mag Peperoni leider gar nicht, Kastanien, oh, jetzt fängt wieder Herbst an, ne? Mit den Kastanien kann man wieder Kastanien sammeln, Eicheln sammeln und so, und dann Figuren daraus basteln, aber ich sehe gerade keine Kastanie, ach da, Bohnen, die sich lohnen. Wo sind denn Bohnen? Das ist Salbei, das ist Porree. Sind das Bohnen? Pfefferkörner? Nee, das sind keine Pfefferkörner. Ich mag gerne so eine Pfeffermühle, weißt du, wo du so den Pfeffer so rausmahlen kannst. Das mag ich auch bei Salz echt gern. Habt ihr sowas zu Hause? Eine Pfeffer- und eine Salzmühle? Ich mag das sehr. Das schmeckt irgendwie besser, finde ich. Eine Birne. Oh, Birnen mag ich auch sehr gern. Ein Säckler. Ein Becher. Na, das ist eher ein Kelch, gell? Ach, jetzt. Wo ist denn? Da oben ist ein Becherchen. Ah, da ist. Den Lauch brauche ich sogar. Jetzt noch eine Münze. Was sind das eigentlich hier? Chips oder so? Eine Münze. Na, das ist keine, nein. Ah, da. Gut versteckt. Und jetzt noch der Pfeffer. Aber wo ist der? Ach, das ist bestimmt hier in dem Streuer, oder? Nein. Dann ist das Pfeffer. Na, irgendwas muss das ja sein. Gut gemacht. Ich habe eine Münze gefunden. Ha, zuerst muss ich den Becher kleben. Was ist denn hier? Die Blätter müssen mit einem Messer geschnitten werden, sonst verlieren sie an Geschmack. Ein Messer habe ich aber leider nicht. Aber ich nehme hier den Becher. Die Eier kann ich nicht mitnehmen. So, was ist das hier alles noch? Ein Messerchen. Ha, zuerst das Schloss entfernen, dann öffnen. Okay. Au, hier muss ich auch noch was machen können in der Speisekammer. Habe ich aber... Ach so, jetzt habe ich doch... ich habe doch das Messer gerade eingesammelt. Warte. Sehr gut. Badam, Basilikum ist das. Sieht jedenfalls so aus, ne? Wie Basilikum. Basilikumblatt, ja. Gut, hier bin ich fertig. Dann gucke ich jetzt hier in die Küche hinein. Wenn ich für die alte Hexe ein Abendessen koche, brauche ich zuerst mal ein Rezept. Aber Feuer könnte ich hier doch schon mal anmachen, bestimmt. Ups. Nein. Leider nein. Aber ich gucke hier weiter. Da kann ich nichts machen. Ja, der möchte immer noch seine Kinder zurück. Was ist das denn? Ach, eine Wurzel. Nee, ein Schwanz. Ich muss den Korken von der Flasche entfernen, aber ich habe keinen Korkenzieher. Und auch nichts, was ich als Korkenzieher nutzen kann im Augenblick, glaube ich. Ich muss hier nichtsdestotrotz noch etwas machen können. Vielleicht mache ich das doch mit dem Taschenmesser. So. Na komm schon, du. Ja. Siehst du?
Okay. Ist ja eklig. Ich habe ein Auge in der Tasche. Warum habe ich immer Augen in den Taschen? Ich verstehe es echt nicht. Warum muss man in Wimmelbildspielen immer Augen in den Taschen haben? Das ist echt ekelig. So. Ja, aber wie? Messer? Nein. Mit einer Münze? Nein. Ich habe leider echt noch keine Idee, wie ich da was machen soll. Aber ich kann hier den Löffel doch. Sehr gut. Das Löffelchen liegt schon mal. Ein Becherchen liegt auch schon mal da. Guck mal, dann kann ich das, was ich nicht brauche, doch hintun. Aber die Schüssel kann ich wohl nicht hinsetzen. Die Schüssel gehört da anscheinend nicht hin oder so. Ich weiß auch nicht genau. Merkwürdig. Diesmal ist es anders. Ich habe einen sprechenden Kürbis getroffen. Herr Kürbis bat mich, seine Kinder zu retten. Er meint, dass die Hexe sie ihm weggenommen hätte. Kann ja sein, oder? Man weiß es nicht so genau. So, hier ist auch nichts weiter zu tun. Dann gehe ich hier gucken. Ich brauche die Hörner. Hallo? Aber wie? Warum? Ich weiß noch nicht genau. Die Scheibe habe ich ja immer noch nicht. Kann ich die Münze da reintun? Wahrscheinlich nicht, die ist viel zu klein. Ja, ich kann ja nur entweder hier oder hier was machen. Kann ich das irgendwie mit Feuer? Nein. Mit einer Feder? Ja! Okay. Ich habe die Hörner bekommen. So, dann mal hier oben schauen, im Korridor. Hier könnte ich ja mal versuchen, mit der Münze aufzumachen, ne? Wenn ich habe ja kein anderes Werkzeug. Sehr gut. Perfekt. Oh, hier ist aber noch was im Korridor. Habe ich schon den Hühnerfuß? Nein. Nein, einen Hühnerfuß hierfür habe ich nicht. Fehlt etwas. Na komm schon. Nein. Na, die Hörner fehlen ja da, aber auch nicht. Das wäre ja ein bisschen merkwürdig. Da fehlen die Zähne. Ich gehe erst mal hier schauen. Ah, die Hörner gehören hier ran bestimmt. Kommst du jetzt her? Perfekt, ich habe endlich das Rezept bekommen. Ich habe das Rezept von einem schrecklichen Eintopf für diese Hexe gefunden. Zeit, mir die Hände schmutzig zu machen. Mit den Zutaten, da habe ich ja schon ein bisschen gesammelt jetzt an Zutaten, also ist ja nicht. Aber was kann ich denn hier jetzt noch machen? Warte, ich lege erstmal Messer und Gabel mit hier hin, ne? Das brauche ich ja nicht. So. Na komm. Manchmal wollen die Sachen nicht so. So. Okay. Und was kann ich hier was nehmen? Nein. Ich habe aber nicht alle Zähne. Ich habe nur einen. Gut, aber ich brauche auch noch die anderen Teile. Dann bleibt ja nur hier übrig. Ah,
Aber ich hätte gedacht, da gehört eigentlich so eine Fledermaus rein. In die kann ich nicht gucken. Gib mir mal einen Tipp. Okay. Ein Auge ja auch nicht. Kann ich hier noch irgendwas wegnehmen? Manchmal ist es ja auch so. Gib mir mal einen Tipp. Mit dem Messer. Okay. Was ist es aber? Klebstoff. Okay. Und damit kann ich jetzt den Kessel wohl kleben. Ja, sieht so aus. Alles klar, und den Kessel kann ich ja hierhin machen, ne? Der gehört ja wahrscheinlich hier rauf. Ich meine, wo sonst hin? Hä, warum? Warum kann ich das da nicht hinmachen? Ach so, das Rezept. Und jetzt vielleicht die Sachen dann. Nee, aber ich kann den Kessel da nicht hinstellen. Kann ich die Zutaten da schon hin tun? Nein. Ha! Mysteriös! Kann ich hier. Ich kann hier auch nicht. Das hatte ich doch schon probiert. Da ging es nicht. Menno. Na gut. Also, jetzt habe ich Feuer. Jetzt kann ich aber den Kessel oben drauf stellen, oder? Nein. Nein, gut, hier kann ich eh nicht mehr machen. Hier kann ich jetzt was machen anscheinend. Ach, kann ich mit dem Kessel. Ach, das ist ein Eimer auch. Ich dachte, das ist ein Kessel. Jetzt kann ich das bestimmt draufstellen. Wetten, da muss der erst Wasser rein oder so. Wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Als erstes Feuer machen, als zweites den Kessel drauf, als drittes die Spinnenweben hinein. Dann ein Fledermausflügel. Als nächstes einen komischen Eidechsenschwanz vielleicht oder so. Das ist echt ein bisschen eklig. Ein Hauch Basilikum. Und ein Auge. Dann müssen wir das Ganze in eine Schüssel machen. Und die Schüssel stellen wir natürlich auf den schon von uns wunderschön eingedeckten Tisch. Bist also gar kein Tollpatsch, wie angenommen. Repariere jetzt mein Dach im Schlafzimmer, damit es mir nicht auf den Kopf regnet. Rasch, Mädchen! Gut gemacht, gefunden einen Zahn. Okay. Klick. Oh. Okay. Okay. Tada! Okay. Das Schlafzimmer ist offen. Oh, wie sieht's hier denn aus? Kriege ich den? Ja. Was da wohl eingenäht wurde, na, das gucke ich doch mal nach. Sehr gut, das gehört in den.
Korridor und das gehört bestimmt zum Kürbis. Ah, da fehlt noch der zweite. Was ist hier? Verrückt. Ah, für die Reparatur des Dachs brauche ich Nägel, Hammer und Bretter. Mit bloßen Händen komme ich da nicht mehr ran. Aber mit dem Draht vielleicht. Ja, ich habe sonst leider momentan nichts weiter. Gut, dann würde ich sagen, ich kann ja jetzt im Korridor erstmal hier aufmachen. Na komm schon, du Fledermäuschen. Alles klar, das ist ein Brecheisen. Jetzt gehe ich hier mal schauen. Oh, eine Wimmelbildszene. Aber die starte ich dann erst in der nächsten Folge. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch. Ach, und das Ding kann ich ja auch noch einsetzen nächstes Mal, ne? Das gehört in den Flur oder so, glaube ich. War das da? Ich glaube schon.